einfach kann. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Nein. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Wir dürften jetzt einfach wieder in unserem Flieger spawnen, oder? Muss ich noch mal... Hey! Oh, wie cool! Noch da? Wow! Willkommen zurück! Taylor! Ja? Hör, wie die läuft! Sitzt du neben mir? Man sieht bei den Videos... Weißt du, was mit dir passiert? Träume ich etwa? Tja, könnte man sagen. Bleiben wir dabei. Dann kannst du immer noch aufwachen. 12. Dezember 2054, 37. Wir sind in einem privaten Pendlerzug auf dem Weg ins Züricher Hauptquartier der Coalescence Corporation. Unsere Fracht. Ein Prototyp für die WA Neurale Netzwerkinitiative. Im Kern eine KI-Software, die sich selbst... umschreiben kann, um mit anderen Systemen auf der Welt zu interagieren. Das war damals richtig fortschrittlich. Sie sollte später eine ganze Reihe militärischer und ziviler Anwendungen revolutionieren. Das hätte sie zumindest, wenn der Zug sein Ziel erreicht hätte. Warte. Mein Train. Um 7.31 Uhr zündete eine Terroristengruppe im Zug einen Sprengsatz. Der Vorfall warf unser Robotikprogramm Simulation. Einige Jahre zurück. Du wirst sie aufhalten. Das ist nicht real. Das kann nicht sein. Was geschieht mit mir? Im Moment bist du in einem künstlichen Koma und wirst für die OP vorbereitet. Du hast neue Hardware in deinem Kopf. Sie nennt sich direktes Neuralinterface, DNI. Ich habe auch eins, so kann ich mit dir kommunizieren. Dein DNI verbindet deine Gedanken mit deinem neuen Körper und deiner Umgebung. Wir sind verbunden. All das ist eine Simulation in unseren Gedanken. Und du hast noch eine Menge vor dir. Ich wollte gerade sagen, weil es stand ja, dass es 65 ist. Das ist auch wieder ein Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2054. Ja, okay. Die Züricher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft unterschätzt, die diese Arschlöcher dabei hatten. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Das Ergebnis? Zug explodiert. Kennst du Dias noch? Glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Jo, Taylor. Du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du es weißt. Wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nennst, dann wird er dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut. Sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. Soll ich jetzt spielen? Okay, Waffen scharf. Mach diese Arschlöcher fertig. Also. Oh, jetzt haben wir die Burst-Waffe. Das war doch 2045. Ich bin aber nicht raus, die soll. Ja, das ist ja jetzt quasi. Oh, ja, Gegner. Oh, ich schieße auf alles, was rot ist. Dein DNI kann dir kritische Informationen zum Kampf liefern und das Schlachtfeld besser zu verstehen.
Wechsle in den taktischen Modus. Also war zum ersten Mal die Augen öffnet, was? Oh, Nate. Hast du taktischen Modus an? Ja. Okay, setze verbesserte Mobilität ein. Mir ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Ach so. Okay. Nicht schlecht, Neuling. Im taktischen Modus werden herannahende Gefahren wie Raketen und Granaten hervorgehoben. Siehst du es rot blinken? Dann lauf. Oh, ich bin gerade in der Todesschule. Oh, da. So, das ist da. Wie sind die nicht ausgelöst? 2045. Ah, Nahkampf ist gut. Finde ich schöner, mein Kollege. Achtung, das. Hier ist rot. Auf dem Boden. Der taktische Modus ist im ganzen Team synchron. Hier ist nichts rot. Wenn einer von uns etwas sieht, sehen wir es alle. Ja. Auch wenn Deckung im Weg ist. Deswegen werden auch nicht alle Soldaten instant angezeigt, sondern erst wenn einer ein paar Leute gesehen hat. Aufpucken! Ich dachte, hier unten wäre Cover. Lass, ich bin down. Scully belebt sie wieder. Boah, das ist cool, man kann hart werfen. Cool. Ja. Hast du auch gerade eine geworfen? Ich glaube, ich warte, solange du hier gerade am Ballern bist, dreh ich doch noch mal die Grafiken ticken runter, leider. Keine Ahnung, was jetzt hier runter. Komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Aber die hier? Die sind kinderleicht. Na los, heck dich rein. Sieh nach, was jenseits dieser Mauer ist. Passt perfekt, oder? Irgendwo dadurch ist ein Generator. Zerstöre ihn und. Ey, wir hätten auch die Kleinen jetzt kontrollieren können. Lass mich ganz kurz in die Option gehen. Hey, ja. Leertaste und Dings. Welche Bottiche? X. Kann nicht sinken. Da ist er. Spreng den Generator. Aber schnell wird er eigentlich. Ich bin raus. Was ist das hier? Ich glaube, ich spiele gerade falsch. Die Karten kommen wieder hin eigentlich. Hier durchfahren einmal. Oder fliegen. Ich bin ein AGR. Sprich du einfach durch und machst diesen Ding.
gar nicht sonst in der Reporter. Ich fürchte, der EMP des Generators hat deine Drohne gekillt. Ja. Komm schon, los! Ach, weil du eine Ruhe war. Schnapp dir Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Ein Kampf ohne Kugeln ist so gut wie verloren. Ich gehe rechts rum übrigens. Ziele. Erste Etage. Wenn du kreativ sein willst, setze die Fernübernahme bei das den Geschützen ein. Hä? Sehr gut. Jetzt richte es gegen sie und mach sie fertig. Deine Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Sie aufzuladen braucht Zeit. Behalte dein Hand im Auge. Nutze dein Umfeld. Schieß diese Fässer ab. Hast du die auch genommen? Die Jungs dachten wohl, mit ihren Geschützen wären sie sicher. Ach, ganz da hinten ballern die noch auf mich. Ich bin jetzt da oben. Da ist. Fein, falsch. Siehst du noch irgendwo jemanden? Das Versteck ist da vorn. Verbinde dich drin mit der Zentralkonsole. Zieh so viel Daten, wie du kannst. Okay, ja. Ich hacke mich. Oder? Oh, oh, oh. Hey, schon okay. Ganz ruhig. Nur einen Moment. Tief ein und sag mir, was passiert ist. Ich war in Äthiopien. Die KRs. Das alles passierte wieder. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Dann tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus Liedern auf. Du denkst an Dinge, ja, an die du ewig nicht mehr denkst. Ruckelt das auch bei dir gerade so? Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik, ein Flüstern in deinem Ohr. Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente neu kalibrieren. Bei mir hat die Sicht die ganze Zeit. Keine Sorge. Alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Okay. Okay. Sie haben wen eingeschleust? Bei Coalescence. Hatte alles Nötige, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu überbrücken. Die ZSK haben 6 Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Dir reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den Mistkerl.